Sie haben geerbt, was es rechtlich und steuerlich bedeutet, Erbe zu sein, welche Aufgaben und Pflichten das für Sie bringt und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten, erfahren Sie in diesem Video. Hallo, ich bin Bernfried Rose von der Erbrechtskanzlei Rose & Partner. Unsere Fachanwälte und Steuerberater betreuen bundesweit vermögende Privatpersonen und Unternehmer in allen Fragen rund um das Erben und Vererben. Was kommt auf Sie zu, wenn Sie Erbe geworden sind? Brauchen Sie einen Erbschein? Wofür haften Sie? Wie vermeidet man einen Erbstreit? Und was müssen Sie hinsichtlich der Erbschaftssteuer unternehmen? Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie jetzt als Übersicht bzw. Checkliste. Alle, die in ein oder mehrere Themen tiefer einsteigen wollen, finden in den meisten Kapiteln Verlinkungen zu ausführlichen Videos. Erbe werden Sie entweder aufgrund der gesetzlichen Erbfolge als Ehegatte oder Verwandter oder aber, weil Sie im Testament als Erbe eingesetzt wurden. In beiden Fällen werden Sie automatisch mit dem Versterben des Erblassers Erbe, also auch ohne, dass Sie die Erbschaft annehmen oder einen Erbschein beantragen. Als Erbe oder Erbin sind Sie sogenannter Gesamtrechtsnachfolger. Das bedeutet, dass alle Vermögenswerte und Schulden des Verstorbenen auf Sie übergehen. Sie treten damit vollständig an die Stelle des Erblassers. Sind Sie nicht der einzige Erbe, bilden Sie gemeinsam mit den anderen Miterben eine Erbengemeinschaft. Dann gehört Ihnen der gesamte Nachlass gemeinsam und Sie müssen sich mit den anderen hinsichtlich der Verwaltung und Verteilung des Nachlasses einigen. Achtung! In so einer Erbengemeinschaft gibt es jede Menge Streitpotenzial. Wenn Sie in einer Erbengemeinschaft sind, gucken Sie sich bitte das Video an, das ich Ihnen hier oben verlinkt habe. Darin erfahren Sie, wie eine Erbengemeinschaft funktioniert und vor allem, mit welcher Taktik Sie heil aus so einer Zwangsgemeinschaft herauskommen. Egal ob Alleinerbe oder Miterbe, als erstes müssen Sie sich fragen, ob Sie überhaupt Erbe werden wollen. Falls nicht, müssen Sie innerhalb der gesetzlichen 6-Wochen-Frist die Erbschaft beim Nachlassgericht ausschlagen. Eine Ausschlagung ist dann geboten, wenn der Nachlass überschuldet ist. Auch wenn der Nachlass unterm Strich werthaltig ist, haften Sie als Erbe für die Schulden des Verstorbenen. Das sind die sogenannten Erblasserschulden. Außerdem haften Sie für die Erbfallschulden, die anlässlich des Erbfalls entstehen. Das sind zum Beispiel die Beerdigungskosten oder auch die Kosten einer Testamentseröffnung. Richtig weh tun allerdings die Erbfallschulden aus Vermächtnissen, Pflichtteilansprüchen und gegenüber dem Finanzamt. Die gucken wir uns gleich genauer an. Unbedingt wissen müssen Sie, dass Sie sich gegebenenfalls um eine Beschränkung der Haftung für Nachlassverbindlichkeiten auf den geerbten Nachlass bemühen, um so Ihr eigenes Vermögen zu schützen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Haftung als Erbe zu beschränken, etwa mit einer Nachlassverwaltung oder einer Nachlassinsolvenz. Hier kommen Sie in der Regel nicht um eine Beratung herum, da das Thema Haftung und Haftungsbegrenzung leider ebenso komplex wie wichtig ist. Hatte der Erblasser bzw. die Erblasserin anderen Personen im Testament Vermächtnisse zugewendet, haben diese Vermächtnisnehmer gegen Sie als Erben einen Anspruch auf Erfüllung dieser Vermächtnisse, also zum Beispiel auf Überweisung eines Geldbetrags oder auf Übereignung einer Immobilie. Manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen, ob jemand nun Erbe oder Vermächtnisnehmer geworden ist. Wenn die Frage bei Ihnen einschlägig ist, gucken Sie sich mal das Video hier oben an. Da bekommen Sie die wichtigsten Infos rund um das Vermächtnis. Wurde ein naher Angehöriger durch Testament ganz oder teilweise enterbt, fordert dieser möglicherweise seinen Pflichtteil ein. Diese Ansprüche macht er dann direkt gegen Sie geltend, da Sie ja Erbe sind. Sie müssen dann ein Nachlassverzeichnis erstellen und Angaben zu den Werten der Nachlassgegenstände machen, notfalls mit einem Wertgutachten. Auf dieser Basis zahlen Sie dem Enterbten seinen Pflichtteil aus. Dieser entspricht der Hälfte des gesetzlichen Erbteils. In der Praxis kommt es beim Pflichtteil fast immer zum Streit. Gerungen wird dabei weniger um die Frage, ob ein Pflichtteil besteht und wie hoch die Pflichtteilsquote ist.
Vielmehr geht es dann um die Frage, was zum Nachlass gehört und welchen Wert die einzelnen Positionen haben. Sowohl hier auf unserem YouTube-Kanal als auch auf unserer Kanzlei-Webseite finden Sie jede Menge Infos rund um die Geltendmachung und Abwehr von Pflichtstaatsansprüchen. Gucken Sie mal in die Videobeschreibung. Es ist gut möglich, dass Sie anderen gegenüber nachweisen müssen, dass Sie Erbe sind. Das gilt zum Beispiel gegenüber dem Grundbuchamt, wenn Sie eine geerbte Immobilie auf sich umschreiben lassen wollen. Aber auch Banken verlangen einen Erbnachweis, wenn sie über Konten, Depots oder Schließfächer des Verstorbenen verfügen wollen. Da die Beantragung eines Erbscheins beim Nachlassgericht Gebühren verursacht, sollten Sie stets prüfen, ob Sie Ihre Stellung als Erbe alternativ auch durch ein Testament nachweisen können oder ob es eine Vollmacht des Verstorbenen gibt, mit der Sie auch ohne Erbnachweis ans Ziel kommen. Wenn Sie tiefer in das Thema Erbschein eintauchen wollen, finden Sie hier eine ausführliche Anleitung zur Beantragung eines Erbscheins oder einfach bei www.rosepartner.de zum Nachlesen vorbeischauen. Wie Sie sich denken können, unterliegt Ihre Erbschaft grundsätzlich der Erbschaftssteuer. Damit die Steuer festgesetzt werden kann, sind Sie gesetzlich verpflichtet, das Finanzamt innerhalb von 3 Monaten schriftlich darüber zu informieren, dass Sie geerbt haben. Diese Pflicht müssen Sie einerseits ernst nehmen, da sonst schnell mal der Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum steht. Andererseits ist es in der Praxis so, dass das Finanzamt meist ohnehin von der Erbschaft erfährt, weil nämlich auch Nachlassgerichte, Notare, Banken etc. diese Anzeigepflicht trifft. Egal wie das Finanzamt nun von Ihrem Erbe erfährt, Sie müssen damit rechnen, dass Sie aufgefordert werden, eine Erbschaftssteuererklärung abzugeben. Dann müssen Sie bzw. Ihr Steuerberater auf einem amtlichen Vordruck in Form eines Verzeichnisses Angaben zu den Nachlassgegenständen machen. Die Kunst bei der Erbschaftssteuererklärung besteht darin, dem Finanzamt alle Informationen zu geben, die eine Steuerbefreiung oder auch eine niedrigere Bewertung rechtfertigen. Das gilt ganz besonders für Immobilien und auch Unternehmensanteile. Natürlich haben wir auch zur Erbschaftssteuer weitere Videos mit unseren Steuerberatern, die Sie in der Videobeschreibung finden. Alle Infos und Beratungsangebote für Erben gibt es auf unserer Website. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Unterstützung bei der Abwicklung Ihrer Erbschaft brauchen. Unsere Fachanwälte für Erbrecht und Steuerberater sind für Sie da. Machen Sie es gut und behalten Sie Recht.